miteinander, liebe Damen und Herren, liebe Fans und Supporter von Wackerturn. Wir sind heute hier Gast in der Konzepthalle und haben die Freude, die Mannschaft 2013-14 vorzustellen. Viele Veränderungen hat es nicht gegeben. Eine jedoch doch. Aber auch, dass es nicht viele Veränderungen gegeben ist etwas ganz Starkes, was da geschafft worden ist, dass eben die Mannschaft darf zusammenbleiben und noch ergänzt wird, was hoffentlich ein grosser Vorteil für uns wird sein. Und ihr wisst schon gleich fängt es an, 4. September am Abend. Und dort werden wir dann eine Party haben, in Lachenhalle. Und nicht nur in Lachenhalle wenn wir Partys haben dieses Jahr, sondern auch in Bern, wenn wir in die Wankdorfhalle gehen. Ihr könnt schon gleich online reservieren, die haben das schon gemacht und ich weiss, viele von euch haben ja schon das eine oder andere vorgesorgt oder definitiv gebucht für ins Ausland zu gehen. Oh je. Yeah. Wir haben Freude, dass wir hier die neue Dresse dürfen vorstellen heute Abend. Ihr kennt die allermeisten von unseren Kollegen und ich möchte, dass wir jeden mit einem Applaus begrüßen. Und wir fangen an. Wir haben nicht ganz alle da, wir wollen es nach dem Alphabet machen. Wir haben zwei Leute, die im Trainingslager sind und das ist, und da geben wir gleich einen Applaus, unser Remy Bend und unser Nick Heckenberg, die heute leider nicht da sind. Und das ist schön, wenn wir im Alphabet noch weitergehen, dass es jetzt fast so ist wie bei einem Heimspiel. Und dann dürfen wir unsere Nummer 11, unseren Römel, unseren Kaspar Roman, unseren Capitano herzlich begrüßen. Ja, ganz langsam drehen, aber mit dem linken Arm da vorne müsst ihr mal bestehen, weil da steht Champions League drauf. Das ist schon noch sexy, gell? Das nehmen wir. Und dann haben wir mit der Nummer 17 unseren Bruno. Georgios Gartini, sehr gut. Bruno, ist das T-Shirt gross genug jetzt? Geht's? Das ist knapp noch, das T-Shirt, gell? Ja, ist halt der Kasten. Und dann haben wir mit der Nummer 6. Der Johnny, der Jonas Teller. Und mit der Nummer 8, der Senior vom Team, wo ist so manchmal schon geholfen hat, sicher auch diese Saison. Nummer 8, unser Borna, Borna Franic. Und dann der, der immer am ruhigsten ist an dem Spiel. Sehr ruhig. Nummer 13, selten Emotionen zeigt. Ritter, Reto Friedli! Jetzt geht's noch, ne? Jetzt geht's noch. So, Samstag vielleicht auch noch. Aber 4. September. Dann klebt es Dani frei. Und einer, der jetzt auch schon ein Jahr bei uns ist, der uns da ergänzt auf der Flügelposition mit der Nummer 21. Der Hüssi, der Marco Süsser. Und jetzt das erste Mal hier bei uns in diesem Kreis von Endingen zu uns gestossen. Stöckli hat er bekommen als Übernahme. Herzlich willkommen bei uns im Tour, der Stefan Humiller. Jetzt ist es schon fast normal, gell? Schon fast normal. Ja, eigentlich schon, ja. Und die ersten Berndeutschen Wörter schon? Gewöhnungsbedürftig. Sonst reden wir dann nochmal vom Meister und vom Meister, da haben wir auch schon gehört. Nach dem dritten Bier geht es dir aber wunderbar. Jetzt haben wir unsere Nummer 7, die jetzt hier dran kommt. Ich habe ihn gesehen, er ist fit zurückgekommen diesen Sommer. Nikolaj Isailovic, unser Brate! Sie haben ihn nicht verlassen, sie haben ihn zurück.
Gut, gell? Parat wie ein Mohr in der TC, ja? Und ein junger Mann, einer, der uns die letzte Saison schon Freude gemacht hat und immer wie viel mehr darf dazukommen. Er ist die Zähne, er hat die Zähne, er ist der Tömi, der Thomas Lanz. Auf dieser Position muss ja Rakete sein, gell? Haben wir noch Kollegen, die so sind? Dann werden wir doch den auch reinlassen. Unser Luca Linde, Nummer 9! Du weißt schon, dass es schon losgeht, gell? Du bist nämlich auch schon lange parat. Immer. Und jetzt kommt der Rest, der zwischen den Pfosten steht und er sein Gärtli und das Jahr soll beschützen, wie der Antoine Ebringer das so schön gesagt hat. Unser Merz, unser Benz, unser Andi Merz! Einer, der immer für einen Spruch nicht verlegen ist, selbst ganz kurz vor einem wichtigen Spiel, mit der Nummer 18, der Rato, der Demur Ratgeber. Was will ich euch sagen? Nein. Genau das habe ich erwartet. Wir müssen mal ein bisschen zuschauen vor dem Match, was ihr macht. So, ja. Ich habe nichts gesehen. Gell? Jetzt einer, den wir gelesen haben, der in Deutschland ein paar Kisten geschossen hat. Mit der linken Hand, einer, der uns diese Saison ganz viel Freude wieder machen soll. Und auch einer, der ich gesagt habe, leckt, ich bin Schweizer aus dem Sommer. Begrüßen wir unseren Studi, unseren Fabian Studi! Und ein weiterer Mann, der auch in der Schweizer Meister sagt, als Schweizer Meister aus der Teufel in der Schweiz kommt, die Saison auf Kollegen wird treffen, da wir ja auch gegen Altdorf spielen, ist der mit dem langen Namen, der das Problem war für die Champions League in richtiger Grösse, den ganzen Namen hängen drauf geschrieben, unser Uri, der Lukas van der Schwande. Von den Spielern, es geht aber dann auch noch weiter. Last but not least, einer, der auch am Schluss der Saison ganz wichtig war für uns. Mit der Nummer 16, unser Winnie, der Marc Winkler. Und es geht gerade weiter. Ich möchte unsere zwei Trainer nehmen, auch mit hier auf Bühne, die auch jetzt ganz viel gearbeitet haben in der Halle. Viel geschwitzt, vielleicht seid ihr mal schauen. Und da passiert viel. Es sieht nicht immer spektakulär aus, aber man sieht die Handschrift von diesen Männern. Unsere Trainer, zuerst der Martin Dino Rubin. Sondern auch mit dem Tino Rubin zusammen mit dieser Mannschaft ist zum Meister geworden. Unser Dragan Dejanovic! Jetzt muss ich schauen, ob die alle da sind, die ich da drauf habe. Ja, das ist gut. Und dann gehen wir zuerst in die medizinische Abteilung. Einer, der auch zum Trainerteam dazugehört und zur medizinischen Abteilung. Kondi-Trainer von Wacker Thun. Einer, den sie nicht immer gerne haben, je nachdem, was für Spielsachen das er mit in die Halle bringt, ist der Cyril Dähler. Im Medical-Team wird er unterstützt vom Hannes Allenbach. Dann hole ich
Nein, der Chef vom Team hole ich ganz am Schluss. Zuerst möchte ich ein wichtiger Mann so schauen, dass überhaupt die Jungs der rechtzeitig in der Liebe da stehen, die richtigen Sponsoren im richtigen Ort rufen, vielleicht jeder noch seine Schüler bekommen hat. Unser Tobi. André Tobi! Und bevor wir den Chef holen, unsere Chefin. Frau im Team, wo seit Jahren ihrem Mann steht. Merci vielmal, herzlich willkommen, Vreni Wenger! Komm ein bisschen vorkommen, nicht so schüchtern. Und auch dieses Jahr der Teammanager von unserer ersten Mannschaft und auch Vorstandskollege, der Tom. Hörse, Farni! Und jetzt möchte ich noch zwei Ona da dazu holen, die auf dem Mannschaftsfoto sind. Sie zwar zuerst nicht unbedingt wollen. Es sind noch ganz viele Vorstandskollegen auch rum, aber unbedingt hier auch begrüssen wird der Präsident und der CEO. Der Reto Zwalle selber lang gespielt und ein weiterer Kasten, der Fred Becher. Dino, wo stehst du? Musst dich suchen. Ja, ich muss zuerst zum Chef machen. Du hast ja sicher vor, mit den Gielen die Saison ganz einfach so zu wiederholen, oder? Oder wie siehst du das? Ja, das wäre schön. Nein, es gibt sicher eine spannende Saison, eine riesige Herausforderung mit dieser Champions League, Doppelbelastung. Ich habe das selber als Spieler nie erlebt, jetzt erlebe ich es als Trainer. Ich bin gespannt, wie das rauskommt. Aber ein paar ausgewiesene Fachleute sagen, das werden wir mit dem schmalen Kader nicht prestieren. Ich bin der Meinung, wir werden es prestieren. Ich bin gespannt, freue mich. Ich darf hier sagen, an dieser Stelle am Montag am Abend hat es eine Sitzung in Bern. Und dann geht es um die Champions League. Und dann hat es geheißen, ja, im Februar, wenn wir das letzte Spiel gehabt haben, dann habe ich gesagt, sorry, im Februar haben wir das letzte Spiel in Langdorf noch nicht gehabt. Hoffi, was siehst du da dran dazu? Ja, ich will zuerst einen Rückblick auf die letzte Saison. Das kann nicht besser sein, als was haben wir letztes Jahr gemacht. National das wiederholen. Ich möchte einfach nicht sagen verteidigen, weil wir möchten wieder noch einen Titel holen oder gewinnen. Verteidigen nicht. Und international, jetzt haben wir gesehen in Deutschland, wie Mannschaften stark sind, aber wir haben auch gezeigt, wie wir stark sind. Und ja, dass wir ein paar Punkte holen, wir sind, das bin ich sicher. Das bin ich auch so. Schön, schön. Du doch. Ich kann uns sagen, wenn ihr als Spieler vielleicht so den Vergleich machen, die Schweizer Meisterschaft unerhört zu dem Velux, den ihr hier getroffen habt, gibt es da so Herzensmeinungen? Ja, Herzensmeinungen ist das eine. Das andere ist, was der Kopf auch sagt. Ich glaube, zwischendurch bin ich schon mal im einen oder anderen auf die Bremse gestanden und gesagt, bevor wir im ersten Champions League-Spiel geben wir ja noch ein paar Meisterschaftsspiele, die wir sollten oder wollen gewinnen. Das wird sicher eine grosse Herausforderung sein, im Kopf das zu arbeiten, dass wir mit der gleichen Konsequenz an die Meisterschaftsspiele hergehen, wie wir das letzte Saison gemacht haben. Auch wenn zwischendurch die eine oder andere Reise oder das Highlight in Bern auf dem Weg ist. Das klingt schön. Ich finde, das ist ein Applaus wert, wenn die Gielen wissen, dass die Schweizer Meisterschaft nach wie vor das Wichtigste ist und dass wir dort mit Playoffs reinkommen. Und wer weiß, vielleicht auch im Köpps etwas machen. He? Ich habe gehört, international haben so für unseren Kreis zwei, drei Mal ein bisschen Gegenwehr gegeben. Ich habe es ein bisschen härter als in der Schweiz. Wie ist das gegangen, Herr Reiden? Ja, es ist etwas ein bisschen geil, als nein, aber... Wer hat mehr gegeben, jetzt, so in den letzten Wochen? Ja, gegen Zagreb haben sie eben, glaube ich, gleich ein bisschen mehr gegeben. Das ist echt nicht so gut. Aber du weißt jetzt, was geschlagen hat, oder? Bist du die Garten beschüttet, den Sommer? Ja, ich habe den Sommer mal einen Monat Ruhe. Und geschaut, was noch oben ist nachher. Aber jetzt, seit wir wieder anfangen zu trainieren, sind wir fleissig am Schütten und am zuerst mal am Jetten und jetzt am Schütten. Und der Ebinger hat ja gesagt, da, die Stämmung, Eichen vorderan, sprich Verteidiger, sind sie am Wachsen?
Ja, doch. Also wir schon letzte Saison haben wir ja ein paar stämmige Eichen können aufbieten. Und ich glaube, das wird diese Saison nicht weniger. Und ich hoffe nicht, dass wir noch einstämmige Eichen mehr dazu bekommen haben jetzt auf diese Saison. Ja. Das hoffen wir auch, dort tun wir jeden Tag. Dann noch zur anderen, die das Gärtchen pflegt. Wie bist du so am Schütten? Ja, ich glaube, nicht schlecht. Ja. Es ist, ich glaube, ich habe es in der Bands gemacht und in der Sommer dort auch nicht zu geben. Ich habe etwas zu Kraut ein bisschen wachsen. Aber jetzt schaue ich, dass ich das so ein bisschen ausmischen kann. Also ich sehe da ein paar Gielen, auch wie er, die sind ganz fleissig immer am Trainieren. Du, in der Schweiz. Wie wird das sein, wenn da, ja, ich rede jetzt mal mit dem 14. Wenn da deine Kollegen kommen, habt ihr da schon gewisse Pläne? Ja, ich muss das eine oder andere Bett organisieren, dass ich nachher zu Hidir einen kann schnappen kann. Ja. Kannst du das einfach erst? Kannst du das einfach vielleicht erst nach dem Match machen, nicht am Vorabend? Oder wie machst du das? Das machen wir definitiv nach dem Match. Ja. Ich komme dann zu Hidir auch, dann später nicht mehr. Komm. Tom Fahni hat die Aufgabe weitergemacht, dass ich mich Gott freue, in einem extrem speziellen Moment, wo für dich fast nichts dir gibt das Jahr, gell? Ja, ich glaube, wir haben frühzeitig die Weichen gestellt, dass wir geschaut haben für einen Socken. Wir glauben, wir sind uns heute alle einig, dass wir dann wären kaputt gegangen, wenn wir das selber hätten wollen meistern. Insofern bin ich eigentlich am Anfang mehr dabei gewesen. Ich habe mich doch nicht fast wie können zurückziehen, wo wir gemerkt haben, dass die völlig im Griff haben. Ich bin zuständig für die Mannschaft, aber auch noch eine Meisterschaft, nicht nur die Champions League. Und für mich jetzt, und jetzt ist es ein bisschen brutal für die anderen, aber für mich wird es nicht sehr viel mehr Bütze geben als andere Jahr. Im Gegensatz jetzt zu Präsident und Geschäftsführer und so kann natürlich, tut es ein bisschen anders kommen. Ja. Und dann wird das Wort durchgehen. Dort, wo die Leidungen heiß laufen, kommen ein bisschen zu Licht. Ist dort dann nämlich die ganze Sommer schon im Schatten krampft, wie die Vollmolle. Ja, ja, aber ich weiss, ich erzähle ein bisschen etwas von diesen Aufwänden, die jetzt hier abgegangen sind. Vielleicht kurz, ohne dass die Leute jetzt langweilen. Aber was zusätzlich zu unserem wichtigsten Event, Schweizer Meisterschaft, eben dazukommt und mit was für einem Riesenaufwand. Ja, es ist natürlich die ganze Koordination mit Wien, mit der EHF, die extrem aufwendig ist, dass das alles super läuft, dass wir uns dort an die Vorgaben halten. Wir haben von Wien ein Manual bekommen mit 140 Seiten, wo alles Auflagen drin sind. Wir haben nebenbei noch etwa drei andere Manual bekommen mit den ganzen Fernsehauflagen, die wir müssen füllen und. Das ist eine riesen Sache. Das Fernsehen hat angesprochen, Fernsehübertragungen, das ist eine gewaltige Sache, die auf uns zukommt, das Ganze abstimmen, schauen, wie läuft es mit Wien, mit den anderen Fernsehveranstaltern. So. Das ist eine riesige Sache. Und wie wir ja wissen, ist in der Schweiz das Fernsehen nicht so wahnsinnig darauf abgefahren, Handball zu übertragen. Das ist auch in der Champions League leider so. Aber wir sind guten Mut, dass es gut rauskommt. Dann ist natürlich die ganze Vermarktung von dem Event ist eine riesige Sache, da kann sicher der Frieden und so drei Sachen dazu sagen. Ja, so wenn man das Budget anschaut, das Budget von der Champions League ist rund fast die Hälfte vom gesamten Vereinsbudget, das da auf uns zukommt. Und das muss man zuerst alles zusammenbringen und stemmen. Das ist eine riesige Sache. Und das sind ganz viele Leben, die wir hier verbracht haben. Irgendwann hat man herausgefunden, wenigstens ist mal noch mal etwas zwischen, hat noch eine Wurst auf den Grill da. Es ist aber spät, häufig Nacht geworden. Und dann gibt es wieder Aufgaben. Wir haben schon gesagt, der Farniton hat es gesehen, wir haben externen Mann, der ist heute nicht da, der Marcel Etienne, der Erfahrung hat von der Europameisterschaft, die ganz wichtig ist für uns. Und immer, wenn es aber nicht bei uns im Vorstand heisst, man muss noch etwas machen, dann zeigen wir auf Fred. Weil im Vorstand, bei uns ist er der Mann, wir haben auch noch der Du oder er. Aber der Mann springt den auch Tag und Nacht und verzichtet hier mal auf Ferien. Erzähl du von Vermarktung vielleicht und ja, von unseren Nachtübungen. Ja, ich wollte gar nichts sagen. Aber ja, ich sollte auch mal Musik machen, weil sie weiterfahren wollen. Aber im Moment ist es einfach so, dass ich euch Lümmeln mehr sehe als meine Frau und meine Kinder. Und das sagt eigentlich schon alles. Aber wir stemmen das Projekt, das haben wir versprochen und das ziehen wir auch durch. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Aber etwas, was wir auch diese Saison ganz manchmal machen, ist Folgendes. Leck, haben wir die geputzt. Das hat es am letzten Jahr nicht gemacht.
Und bevor dass wir die Mannschaft hier durch den Namen entlassen wollen, wollen wir unsere Gastgeber noch hier oben begrüßen. Sie haben mit Betten, dass sie ja nicht vergessen, das sie unmöglich machen. Dann möchte ich Uli Wiesenkamp und John Tanner bitten, zu uns zu kommen. Merci vielmals, dürfen wir Gast hier in der Konzerthalle bei euch sein. Grüß miteinander. Es freut uns sehr, dass Wacker hier immer wieder bei uns erhalten ist, heute und in Zukunft. Wir sind stolz, dass wir Partner sind von Wacker. Wir sind besonders stolz, dass Wacker so grosse Erfolge können feiern können. Und wir sind überzeugt, dass das die nächste Saison genau gleich wird sein, wenn nicht noch besser. Und immer wieder treffen wir uns zusammen hier in der Halle. Ich werde euch vorstellen, der Uli Wiesenkamp, der geistige Vater hier von diesem ganzen Haus, von diesem Projekt. Wir, Konzerthalle 6, hätten der Mannschaft, all den Gielen, die hier spielen und die im Hintergrund ein kleines Geschenk. Und das Geschenk sieht so aus, das ist ein Kuvert. In diesem Kuvert ist unser neues Magazin, das jetzt gerade rausgekommen ist. Gielen, wenn ihr mal genug trainiert habt, dass es nicht langweilig wäre, könnt ihr hier drinnen lesen. Auf der letzten Seite ist unser Programm, das kulturelle Programm. Hier auf dieser Bühne hat es Konzert und Kleinkunst-Comedy durch den ganzen Winter durch. Hier drauf ist das Programm. Oder auf unserer Webseite www.konzepthalle6.ch. Und wir würden euch alle zusammen zu diesem Magazin so ein kleines Kärtchen schenken. Und das wäre ein Saisonabend für alle Konzerte. Euch und eure Frauen oder eure Freundin oder eure Partnerin. Wir gratulieren euch. Und uns freut es, wenn ihr immer wieder mal mit euren Frauen, Freundinnen, Partnerinnen, Familien hier in der Halle scheinen. Unseren wunderbaren Konzerten oder anderen kulturellen Veranstaltungen. Ihr seid immer hier herzlich willkommen. Jungs, macht's gut. Uns freut's. Merci vielmals. Wir sind in der Konzerthalle 6. Und dann bleibt uns nicht viel anderes übrig, als wie das immer nach einem Macho ist, Gielen, mischen wir unter das Volk, nehmt das Mineralwasser. Sie wissen nicht, was das ist. Es ist nicht Freitag, morgen gibt es Pizza und Bier und es ist Donnerstag. Und wir sehen uns am 4. September unbedingt in der Halle, nehmt alle mit, die irgendwie können schreien können. Wir wollen schon das erste Spiel anfangen mit einem guten Zuschauerschnitt, weil diese Mannschaft hat die beste Schweiz. Und das wollen wir eure neue Saison machen mit euch. Danke euch und eine geile Saison haben. Merci vielmals, einen schönen Abend. Ciao zusammen.